Okay, ich bin schon verliebt, jetzt schon wieder. Herzlich willkommen hier bei einem neuen Horrorspiel, einem schwierigen Horrorspiel. Wir spielen Burnhouse Lane. Das ist das neue Spiel von den Entwicklern von Cat Lady und Lorelei. Lorelei haben wir bei uns auf dem Kanal gespielt. Und wir sind gerade im Stream und eigentlich sollte heute ein ganz anderes Spiel laufen. Dann hatte ich gesagt, ja, hey, das hier ist auch nochmal ein Spiel, das wollte ich immer mal spielen. Und der Chat war eindeutig irgendwie, wir müssen Burnhouse Lane unbedingt spielen. Ich weiß nicht warum, ich sag die ganze Zeit Banehouse Lane. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, aber trotzdem nochmal für die Leute auf YouTube, im Stream habe ich es gerade schon gesagt, 1000 Triggerwarnungen für diese Art von Spielen, weil hier kommt wirklich, es lebt halt von der Geschichte und die Spiele sind schon immer sehr Depri und sehr furchtbar von der Geschichte und her. Und Entschuldigung, verhasst mich heute ein bisschen. Manchmal ist es auch sehr grafisch. Also ihr seid vorgewarnt, das ist harter Tobak. Ich werde mich jetzt ausblenden und wir gehen auf neues Spiel. Hi Angie, it's Tracy from the agency. I have good news. A job's come up. And it's a big one, just like you wanted. It's a long drive, southwest. Right in the middle of bloody nowhere. But it's just one elderly gentleman living on a farm. Early dementia symptoms, so it's all pretty standard. You'll need to do some light cooking, but nothing too crazy. You know the drill. His regular carer's off sick, and they need someone to keep an eye on the poor chap until she gets back. I'd go myself. It sounds like a lovely holiday in the country, but, you know, kids and I'm stuck in the office, as always. But you'll love it there. I'm sure you will. Angie? I can't. Something's come up. I'm sorry. Okay, das ist die. Okay, das. Also grafisch hat es nochmal einen richtig krassen Sprung gemacht. Meine Güte. Oh mein Gott. Okay, und bevor wir starten, muss ich hier noch einmal in die Optionen gucken. Es ist nur auf Deutsch verfügbar. Ist das richtig? Nur auf Englisch verfügbar? Scheiße. Ich muss ja nicht alles übersetzen, ne? Das werden keine allzu krassen Texte sein. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So, ich hoffe, ich habe das rausgeschnitten. Wir waren gerade ganz kurz nochmal in den Controls, um zu gucken, ob es das vielleicht doch auf Deutsch gibt. Aber wir müssen uns jetzt mit Englisch begnügen. Ich finde das geil, dass wir tatsächlich hier, nämlich die Kamera, dass wir tatsächlich hier im Hintergrund den Fernseher haben, wirklich mit so einem laufenden Schwarz-Weiß-Film, aber mit realen Figuren. Also, jetzt schon geil, ne? Guck mal, die Animation, ne? Ich liebe es. So, the last thing I wanted to come to break and I'm away before I even get ready. Das nächste, was ich möchte, ist, dass der Kaffeetisch hier unter meinem Gewicht kaputt geht. Bevor ich überhaupt fertig bin. Aha. Wir gucken uns das Foto nochmal an. Das sind James und ich an unserem Hochzeitstag. Wieso habe ich das denn immer noch? Ich hätte das doch vor Jahren schon wegwerfen sollen. Scheiße. Nice. Das Glas ist jetzt überall. Okay, und wenn wir rauchen, saven wir unseren Progress. Oh, Alter. Jetzt. Oh mein Gott, das wird richtig böse werden, das Spiel. Also grafisch ist das jetzt schon sehr, sehr geil wieder, ne? Gut, wir haben gespeichert. Da oben. Kann ich hier irgendwas sehen? Okay.
Y drücken fürs Inventory. Genau, ja, ich habe euch gesagt, 1000 Triggerwarnungen. Ich glaube, ich werde die Kamera im Spiel auch mal woanders hinpacken. Ich glaube, hier auf der Seite ist es nicht so gut. Packen wir es mal hier hin einfach. So. Gut, Spiel. Gut, it seems strong enough for... Okay, es ja, scheint wohl stark genug für mich zu sein. Das hat sich gerade für mich nicht so wirklich nach einer schlimmen Trennung angehört, sondern ist er vielleicht gestorben? Das am Anfang, ganz im Ernst, dachte ich, das wäre ein Krankenhausbett. Wahrscheinlich auch wegen dem Licht. Come down. Das ist das Ende. Es gibt keinen Weg. Es gibt keinen Weg hier raus. Doch durch die Tür. Warte mal. Arcadia vielleicht da hinten? Das ist das Ende. Keine Flucht. Lass es doch einfach gehen. Ist das wirklich so okay mit dem Ton? Ich meine, hier muss es, glaube ich, laut sein, ne? Aber ihr müsst mich auch noch verstehen. Nein, das ist absolut kein Gute-Laune-Spiel. Das war mir auch klar. Okay. Versuche mich noch zu wehren dagegen. Okay, das geht. Aber ich glaube, es ist unvermeidlich. Wir können nichts machen. Und wir müssen springen. These last 2 months have been the best months of my life. Will you marry me? Nurse falling in love with a patient. God, no. Marrying a dying man. I never understood why she did it. Japan? Are you kidding me? Of course I want to go. It's only like the best place on earth. I'm afraid the patient is not responding to the treatment. We should start planning palliative care. April. That's perfect. We're gonna see the cherry blossoms. James really shouldn't be traveling in his current condition. I'm sorry, but I can't allow it. It's all right. We'll go once I'm done with this. Fucking keeper. Angie. I'm sorry. He was... James was a great guy. I'm sorry for your loss. I'm
sorry for your loss. I'm sorry for your loss. That's a nasty cup, Angie. Should go have that looked at. Are you okay? You look a bit pale. Everyone was sorry for her, but no one really said anything. I have bad news, Mrs. Webber. Worst on trade. It's lung cancer. Late stages. But didn't her husband die of cancer last year? Both of them? What are the odds? Maybe if we found it sooner. But at this point, it's so far gone, there's nothing we can do. I'm sorry, Mrs. Webber. We cannot cure your cancer. You have about 6 months left to live. Tracy, I've changed my mind. I'll take that job. That's great. Be honest. I thought people would fight each other over those few weeks in Devon, but guess what? Nobody wants to go. The clean country air, the double pay. I mean, what's not to like? But it's all right. I've got my best nurse on the job now. It's all good. I know things have been hard for you. I'm glad you've changed your mind. It'll be good for you to go out there and, Tracy, this is probably my last job. I just need to save up some money and then I want to travel for a bit. Go to Japan. See the cherry blossoms. Well, okay. You've not had a holiday abroad for years. By all means, go. But you'll be back, right? I'll let you know when I get back home. Bye. Meine Güte, also das war ein Auftakt, ne? Das ist diesmal so heftig inszeniert einfach. Dann nochmal herzlich willkommen bei Burnhouse Lane. Es gibt hier also eine doppelte, jetzt abgesehen von dem, was gerade passiert ist, es gibt hier eine doppelte Bezahlung. Und man hat hier Ruhe und es ist frische Luft und so und keiner wollte den Job übernehmen. Habe ich das richtig gelesen? Wir haben aktuell nur englische Untertitel, aber ich finde, das ist okay. Das ist leicht zu verstehen, es ist wirklich okay. A fancy white car, probably belongs to the farmer's daughter, I suppose. Okay. Ja, ein richtig schickes weißes Auto, das gehört wahrscheinlich der Tochter des Farmers und so. Ich soll sie hier gleich treffen. Okay. Also... Der Grafikstil ist so cool, ne? Wirklich sehr, sehr nice. Oh, hallo. The Sheep Pen. Vielleicht ist der Gate shut. Okay, ja. Ja, das Tor nicht aufmachen, aber ich weiß nicht. Ich dachte, vielleicht sagt sie ja was zu den Schafen irgendwie. Kann man das Schaf petten?
Ich sollte vielleicht zuerst den Owner hier Hallo sagen. You must be Yanji then. Come in, come in. Warum so dunkel? Oh, you're a lifesaver. Dad's regular carer was in a car accident recently. Nothing life-threatening. But she's had some pins and screws put in her knee and it'll be months before she can get back to work. Oh. Now, I would have loved to take Dad with me to the city. I could have him close to where I work. I'd look after him myself. But he won't have it, the stubborn old fool that he is. Still, he's lived in this house his whole life. He was born just there in the other room. He might as well spend what time he has left here on the farm where he's happy, right? Boah, dass wir auch krank sind, ist halt sehr, sehr krass, ne? Und dann noch die Art, wie wir speichern, ist auch sehr heftig. I agree. Dad's always loved the farm. This piece of land, the house, and the animals were all that mattered to him. And Mum, of course, when she was still alive. You should meet Dad. Come with me. He's in the lounge. Boah, das ganze Setting, ne? Sehr furchtbar. Also die Synchronsprecher sind immer, also haben immer so den gleichen Stil auch, wenn sie sprechen, ne? Also finde ich jetzt schon wieder sehr, sehr nice. Gute Synchronsprecher wieder. Ich will nicht. Ich habe Angst. Warum hatte die einen Verkehrsunfall? Ich weiß nicht, irgendwie traue ich ihr nicht. Sie ist so... Oh Gott. Um Gottes Willen. Hilfe. Meet Angie, Dad. She's gonna look after you until Joyce gets back. Hello, dear. Hi. Oh, sorry, that's from the office. I should take it. Hello? Hi, Sam. No, I shan't be long. I'm just showing the house to that new nurse. I'll be back before 5, 5:30 tops. Ugh, I know. He always does that. Yeah. See you soon. Ta-ta. Ta-ta. Oh, I'm really strapped for time today, I'm afraid. I'll just explain everything quickly and leave you to it. I'll need you to cook for George. He prefers the good old classics, nothing too complicated. Mm. The truth is, he'd just eat sandwiches every day if he could. But don't let him do that. I'll leave you a list of his favorite meals. Anything that's there, just help yourself. Mann. Ich meine, ist doch meine Güte. Here's Dad's bedroom. He might occasionally need help with this or that, but on most days he still manages to dress on his own. And here's the bathroom he uses. Again, just watch him to make sure he doesn't slip on the tiles and break a zip or something. Dad likes to be called George. You can take him for a walk sometimes if the weather's okay, but he prefers to spend most of the day here watching TV. That means you'll have plenty of time left for yourself. There's lots of old books in the house if you ever get bored, and an old computer in the office. But I'm not sure if it works. And finally, my old bedroom. Oh my god. That's your space now, so make yourself at home. Just don't let the cats in. They get too cozy indoors and they never want to leave. Das ist so schön. Was ist denn dies irgendwie? Ich weiß nicht. Bin ich da wieder zu unvernünftig? Hello? Hi. Oh, Schlüssel? Sie hat einen Schlüssel hier vorne dran gehabt. I've left a little guidebook on the kitchen table for you. Make sure to check it every now and then, you know, when you get stumped. And please, keep a close eye on George. I know he seems fine most of the time, but he does have his moments. His moments, okay. Meine Cam ist über den Text. Oh Mann, ey. Oh, das ist wirklich. Warte mal. Wo soll ich den dann am besten hinpacken?
Wahrscheinlich dann hier, weil hier wäre, glaube ich, am besten, oder? Oder haben wir da auch Text? Kann mir das jemand vielleicht kurz sagen? Weil ich will wirklich nicht, dass meine Cam hier stört. Weil hier hatten wir nämlich ein Item unten rechts. Ich glaube, unten links ist am besten. Okay, wir probieren es mal. Aber da haben wir ja auch Text, ne? Oben links. Ja, ist gar ein bisschen schwierig, ne? Da ist aber Untertitel. Ja, hier ist auch Untertitel. Ach, Mann. Ich will aber auch nicht so viel vom Bild halt wegnehmen, ne? Ich glaube aber, hier haben wir auch Untertitel gehabt, tatsächlich. Ich mach die mal ein bisschen kleiner, ja? Guck mal. Haben wir aber hier Babycam. Aber irgendwie ist das doch auch störend. Weiß jemand, wo die liebe Sakura, La Noire Sakura, ich habe nicht extra nicht bei ihr geguckt, ne? Ich weiß nicht, wo sie die Cam hatte, aber sie hat schon gespielt. Weiß jemand, wo sie die Kamera hatte? Mittig wäre wahrscheinlich am besten, okay. Die Cam so gut. Ja, wir wissen ja jetzt nicht, ob es halt passt, ne? Oh, ich muss dir so viel schneiden. Oh Gott, ich habe jetzt schon wieder gar keinen Bock. Mach doch aus. Ja, dann müsste ich das Spiel aber, glaube ich, schon wieder von vorne spielen, oder? Ich habe auch überlegt, lieber die Cam auszumachen und vielleicht manchmal einzublenden bei bestimmten Szenen. Sollen wir das lieber so machen? Also ich würde sie ausmachen, weil wir werden wahrscheinlich zu viel vom Bild wegnehmen. Sie hatte die Cam oben rechts. In der Ecke, glaube ich. Untertitel sind überall. Ich meine, wir hören die Leute ja auch. Guck mal, wir machen es jetzt so. Wir machen es auch oben rechts. Wir hören die Leute und ich habe die Kamera jetzt ein bisschen kleiner. Ne? Wir kriegen ja so oder so alles mit und ich sag meistens dazu. Okay, alles klar. Wir lassen es an, das du. Gut, fassen wir mal. Jetzt wollte ich mal erstmal speichern und dann fassen wir mal ein paar Sachen zusammen. Übrigens auf YouTube. Wir hatten gerade noch überlegt, ob wir die Kamera irgendwo anders hinpacken, weil hier gerade so ein paar Untertitel nicht zu sehen waren. Hab mich jetzt an La Noire Sakura, auch eine Streamerin, durch die ich, glaube ich, sogar damals auf Cat Lady kam und dann privat gespielt habe, die das auch gespielt und die hatte die Kamera oben rechts, hieß es nun. Wir haben die Kamera ein bisschen verkleinert. Und ich würde mir das gerne markieren wieder für den Stream, aber mein Marker geht hier nicht. Gut. Weil dann wüsste ich nämlich jetzt, wo ich schneiden muss. Oh! Okay. Ich möchte. Guck mal, ich überlege gerade, der Opa, der wird am liebsten den ganzen Tag nur Sandwiches essen. Klar, man muss auch gucken, dass er so ein paar Nährstoffe noch hat. Aber meine Güte, der Mann ist alt. Wenn er doch Sandwiches essen will, dann mache ich den am Tag auch irgendwie 2 Sandwiches. Weißt du, jeden Tag. Und dann noch irgendwas Gesundes dazwischen. Mit der Katze genauso so. Mein erster Gedanke war, ich möchte die Katze auf jeden Fall reinlassen. Ne? Und ich glaube, ich bin sowieso da immer ganz komisch. Ich finde sogar, es ist völlig okay, Nachtisch vor dem Hauptgang zu essen. So würde ich es auch Leuten beibringen. Ich bin ganz schlimm. Ganz schlimm. Also in die Hölle mit mir. So. Ein Schrank. If I ever need to hide a dead body. Okay, also wenn wir einen toten Körper irgendwann mal verstecken müssen, können wir das da machen. Oh, danke Alex, dankeschön. Meine Mods machen gerade Timestamps zum Schneiden. Ja, die Wand hier irgendwie, ich rieche diesen Raum. Ich weiß nicht warum, ich rieche diesen Raum. Okay, wenn wir irgendwas Schönes finden, können wir es hier draufstellen. Oh, und eine Taschenlampe sehe ich da doch. Nights are always bright in the city, but here, ja. Hier brauchen wir auf jeden Fall die Taschenlampe. Pick die mal ab. Ach, City. Katze ist weg, okay. Diese Kellerfeuchtigkeit, ja. Und dann so eine richtig eisig kalte Luft, ne? Oh, hier ist auch noch eine Tür. Boah, ist das schön gemacht. Ich kann nicht mehr. Sieht so schön aus. Hier können wir runter. So sah der Opa wahrscheinlich mal aus. Der ist wirklich in dem Haus hier geboren worden. Sau viele Türen. Ach du Scheiße. Irgendwas vor. Boah, krass. Okay, wir drücken den Anknopf, aber nichts passiert. Wir können hier überall schon rein. Oh, ich bin überfordert. Das Spiel gibt mir gerade zu viele Möglichkeiten. Es geht nicht.
Das ist das Bett von George. Nothing fancy, of course. Okay, also nichts Fancyes. Es ist einfach ein alter Mann. Da vorne steht sein... oh, guck mal, der war verheiratet da. Ne? Das wurde uns ja auch gesagt. Die ist auch gestorben. Er ist 93, glaube ich, war das jetzt. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und ein Rollstuhl. Oh, eine schöne Pflanze. Okay. Und ein Koffer. Es fühlt sich nicht an, da rein. Es fühlt sich nicht richtig an, da reinzugucken. Ja, das solltest du auch nicht tun. Das ist der Koffer von George. So. Haben wir hier noch eine Tür? Aha. Guck mal hier mit der Wand. Oh. Ein Loch in der Wand. Ich kann den anderen Raum sehen. Aber wir konnten ja auch in den anderen Raum jetzt rein. Das fand ich seltsam. Hoffentlich ist da kein Hamster oder mehr. Ja, kein Hamster mehr drin. Warte. Sieht aus wie ein Hamsterkäfig. Kante. Ich kann nicht, von hier aus nicht sagen, ob da noch ein Hamster drin ist oder nicht. Oh mein Gott! Hör auf! Okay, Medizin sind wir im Vordergrund. Hier hinten ist ein Kleid. Das ist das Zimmer. Das ist das Zimmer seiner Frau. Okay. Boah, stell dir mal vor. Und dann ist einfach noch so ein toter Hamster drin. Oh mein Gott. Das ist etwas, wovon ich ganz viele Albträume immer habe. Dass meine ganzen Tiere, die ich hatte, irgendwie, dass ich wiederkomme. Die sind verwahrlost und teilweise tot und sowas alles. Und ich versuche noch alles zu retten. Keine Ahnung, wieso ich sowas träume. Ich hätte die niemals da irgendwie alleine verrecken lassen. Das ist ganz komisch. Diese Tür ist verschlossen. Okay. Dann gehen wir mal nach unten. Wow. Da sind aber zwei Kinder drauf, okay. Wir schauen uns die Tür an. Die Tür führt in den Keller. Oh, wir schauen uns mal das Bild an. Das ist ein Family Portrait. Ein kleiner Junge. Ist das George und ein Mädchen? Seine ältere Schwester vielleicht? Wo kommen wir hier hin? Guck mal, da oben ist, glaube ich, gerade die Tochter von ihm. Leere Weinflaschen. Wenn man romantisch wäre, könnte man da jetzt Kerzen reinstecken. Geräusche. Boah, okay, das sind ja sau viele Räume. Hilfe. Ah, okay, das ist der Raum, den wir kennen. Da ist dann gleich George wahrscheinlich am Fernsehen. Deswegen lassen wir das mal und schauen uns erstmal weiter um. Okay, wir sind draußen. Ich warte einfach nur darauf, dass hier irgendwas passiert. Ah, was ist hier? Oh, okay. Hier hat jemand wohl versucht, ein Grab zu schaufeln. Und ein kleiner, ja, schon leicht verwester Hamster ist drin. Wiederbelebung. Mit einem Halsband? Ein Hamster mit einem... Oder war das kein Halsband? Was war das? Und das da ist ein kleines Hundehäuschen. Warum? Versperrt. Okay. Ja, warum nicht fertig gemacht? Wir wissen es nicht. Oh, noch eine Pflanze. Ja, ist eine nette Pflanze, denke ich. Hat sie noch geschrieben. Sie weiß nicht so viel über Pflanzen. Hier geht es in den Keller. Schauen wir, wo es hingeht. Badezimmer. Die Toilette. Das sieht wirklich sehr sauber aus. Ich glaube, George benutzt das Klo oben. Immer gut, wenn das in Spielen geht. Ich use mal die Toilette. Ja, okay. Pinkeln können wir ja. Ist ja jetzt nicht schlimm. Dann flaschen wir die Toilette. Oder hätten wir uns das Pipi jetzt nochmal angucken sollen? Können wir die nochmal? Okay, sie muss jetzt nicht gehen. Dann machen wir wieder zu. Okay. Krass, das geht in das Spiel. Gut, wie ich dieses Bad einfach rieche. Ja, irgendwie so Muff aus den Rohren rieche ich. Ich rieche definitiv diesen Muff aus diesen ehemals schön weißen Rohren.
Wir gehen in den Keller. Wir können überall hin. Bis auf eine Tür können wir sonst überall hin. Hallo? Oh Gott. Ein rotes Red Blinking Eye of the Boiler. Ah, cool, das ist eine Fusebox. Oh, schön. Okay. Und die ist verschlossen. Wir brauchen irgendwas, um die zu öffnen. Ganz strange Sounds kommen von der anderen Seite. Und die Tür ist verschlossen. Oh mein Gott. Ja, alles klar, die Geräusche. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Moment, wir müssen wieder runter. Okay, ich glaube, wir haben, was das angeht, jetzt alles. Warte mal. Das war das Badezimmer, ne? Okay. Ich würde natürlich gerne dahin, wo die Katze abgehauen ist, aber wir gehen jetzt erstmal. Warte, kann ich das auch wieder. Oh, mach die Tür zu, ey. So, von hier aus kommen wir nach vorne. Da ging doch gerade eine Tür auf, ich habe es auch gehört. Aber wir gucken erstmal weiter. Es ist eine Urne. Ich denke, es ist die Urne seiner verstorbenen Frau. Ich sollte es besser nicht anfassen. Das ist ein alter Fernseher. Diese kann man heutzutage gar nicht mehr kaufen. George? George ist komplett auf den TV fokussiert. Bevor wir mit ihm reden, hier ist nichts. Okay. Smalltalk. Möchtest du vielleicht ein fancy cup of tea? Ne, möchtest du vielleicht eine Decke haben? Would you like a blanket? Well, that's very sweet of you, dear. But no, thank you. I'm quite warm. Okay, er ist noch sehr nett, ne? Also, weil bei, ich bin bei den Charakteren in dieser Art spielen, ne? Also von dem Entwickler, ne? Traue ich gar keinen. Ich traue keinen Charakter über den Weg. Keinen. Aber er ist eigentlich nett. Fancy a cup of tea? Oh, you just had one, thank you. Okay. Oh. Anything good on the telly? Telly? Oh, yeah. It's one of those American films. Ah, right. You hungry? Well, I don't know. Oh, yeah. I suppose I could always do with a nice sandwich, if you have one. Wir machen, also ich würde jetzt ein Sandwich machen, warte. Okay, überall sind hier diese... Okay, sie sagt immer, nice plant, it's a big fern. Er hat ganz viele Pflanzen bei sich zu Hause. Oh! Okay, Tee, Tuna, Tuna. Wir haben Tee und Thunfisch. Katze! Oh. Das muss dieses Guidebook sein, von dem Sarah mir erzählt hat und so. Ich nehme das einfach mal mit. Okay. Make a sandwich for George. Okay, wir müssen die Pflanzen gießen, jetzt verstehe ich. Und die Tür unten im Basement. Da müssen wir nochmal hin. Okay. Aber wir kommen. Okay, wir hier gibt es keinen Geschirrspüler, wir müssen das wohl the old fashioned way abspülen dann. Wir schauen mal. Na, ich bin nicht wirklich die Beste im Kochen und so, aber der George, der ist ja wohl eher, warte mal, doesn't really strike me as a fuzzy type. Ja, der ist glaube ich mit allen zufrieden einfach. Pick up note. Sie will nicht, dass George diese Scheiße essen muss. Also wissen wir auch, wer... Oh, wir haben eine Teabox, aber es ist kein Tee mit drin. Aha. Use the switch on off. Okay.
A handwritten note from Sarah. If the electrician comes to collect the tools he left in the basement last week, please tell him I just want to make sure what's happening. Okay, es wird irgendwann ein Elektriker kommen, der seine Tools abholen möchte aus dem Keller. Seine Toolbox, aber die sind wohl draußen im Workshop, der zugeschlossen ist. Da hat Sarah uns jetzt Bescheid gesagt. Sarah? Sarah, das geht nicht! Okay, ist das die einzige Gießkanne, die es hier gibt? Oh. Ist es noch hell? Oh, wie schön. Oh. Dann ist das... Ah, okay, da können wir doch rein. Scheiße. Dann war das andere... Das andere sah für mich aus wie ein... What the fuck? Irgendein kranker Bastard hat eine Ratte aufgeschnitten. Aber warum? Okay, der steckt da wirklich tief drin. Also der Schraubenzieher. Und wir müssen jetzt rausziehen. Irgendjemand war wohl sehr, sehr stark. Wir kriegen den so nicht raus. Überall Spinnen. Oh, ich hasse diese Scheißdinger. Ja, fühle ich. Fühle ich. Fühle ich wirklich sehr. Wir können hier noch ein paar Sachen. Ich gucke immer, ob die Kamera da jetzt irgendwie vor ist, ne? Sicherheit. So. Wir haben eine Zange und wir haben Cuttermesser. Sehr geil. Die Zange werde ich jetzt mal versuchen zu benutzen. Ist hier noch was? Nein. Sag mal, das ist hier alles ein bisschen, Okay, warte.